Attention! Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Let's Play zum Horrorabend bei DLPTV, Freunde. Ja, wir spielen ein neues Indie-Horror-Game und das nennt sich The Quest. Fragt mich aber nicht, worum es hier geht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht und bin schon sehr gespannt, Freunde. Ja, erstmal eins vorweg, der Outlast kommt auch noch. Keine Angst, ich habe bloß zurzeit Probleme mit dem Aufnehmen. Ja, er möchte die Cam nicht so, wie ich das möchte. Und deswegen macht Outlast zurzeit noch ein bisschen Probleme. Aber ich schätze mal, das kriegt man auch noch gebacken. Deswegen bringen wir jetzt erstmal hier die Quest. Und ich hoffe, das wird euch auf jeden Fall auch das Gruseln lernen. Und ich würde mal sagen, gehen wir mal kurz in die Option, gucken uns mal ein bisschen um hier. Spieleinstellung, Empfindlichkeit der Maus habe ich auf 0,5. Schätze mal, das ist in Ordnung. Sprache natürlich in Deutsch. Untertitel, ein aus. Ja, ich weiß ja nicht, ob das Spiel jetzt generell in Deutsch synchronisiert ist oder bloß. Ja, der Untertitel. Deswegen machen wir den Untertitel mal ein. So, dass wir dann nicht nochmal rausspringen müssen oder umstellen müssen. Grafikeinstellung ist Ultra. Ultra, Ultra, sage ich immer. Ja, Helligkeit können wir auch mal ein bisschen noch heller nehmen. Auf 0,7. Und Auflösung ist auf 1920x1080. Das ist in Ordnung. Das ist die volle Stärke, die bei mir geht. Ja, das alles andere. Lichtschatteneffekte, Bewegungsschärfe, Kantenglättung ist alles an. Und würde ich mal sagen, übernehme mir das mal und gehe mal in die Soundeinstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel so generell laut ist, dass man mich nicht versteht. Das werde ich dann erst sehen, wenn ich die, ja, wenn ich die Szene hier bearbeite. Und ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Wenn nicht, muss ich drinnen nochmal einstellen. Aber schätze mal, das ist schon so in Ordnung. So, Freunde, würde ich mal sagen, fangen wir jetzt mal an hier mit The Quest und viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ein Intro kommt. Ab geht's. Wollen Sie ein neues Spiel beginnen? Dadurch wird der bisherige Fortschritt gelöscht. Ja, ich war natürlich drin. Ich muss ja gucken, ob das Spiel überhaupt läuft. Ja, wir wollen natürlich ein neues Spiel beginnen. Ab geht's. Rrr. Wir bereiten das Zimmer vor. Bitte warten Sie. Umi. Umi ist zu Hause. Ab geht's. Huch. Wo sind wir denn hier? 25. Oktober 1986. Ein Jahr vor meiner Geburt. Oakwood Hotel. Palamoid, MR, United States. Klopfen. 4 Uhr 23 am Morgen. Yes! So, und damit sind wir auch schon im Spiel. Ja, viel mit Intro gab's da nicht. Leider, leider, leider. Aber das sieht ja schon mal ziemlich gigantisch aus hier, diese Farbeffekte und ja, dieses Pink, dieses Schweinchen-Pink. Das ist schon Wahnsinn. So, die Zeit haut natürlich auch hin. Hier können wir wieder reingucken und warum klopft hier jemand. Da müssen wir mal kurz gucken gehen. Hallo, Umi. Nanu. Nanu. Wo ist denn der Türknauf? Ja, wo ist er denn? Na, Licht an. Ja, wer ist denn da? Hallo? Nanü? Ja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal den Türknauf finden. Was haben wir hier? Das wurde anscheinend zerrissen. Da fehlt ein Stück.
Wo ist das Stück? Werkzeugkiste. Behalten mit ihr. So, wir haben ein Telefon. Wie jetzt? Besetzt. So ist es ja schade, Freunde. Mann. So, wollen wir uns mal darauf besinnen, diesen Türknauf zu finden. Was liegt hier noch Schönes? Texteinblendung. Et voilà, Freunde. Sehr geehrter Dr. Lenov. Wir sind hoch erfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. alljährlichen internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Bitteschön. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind, von so weit her anzureisen, um unser Hauptredner auf den Kongress zu sein. Meine Kollegen und ich brennen darauf, an ihrem Wissen teilhaben zu können. Am Weihe finden Sie die Informationen zu Ihrem Business-Class-Flug sowie Ihre Tickets, Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr. Sollten Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf eine Rede am 25. vorzubereiten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, wir sind wahrscheinlich Wissenschaftler hier und müssen zum Kongress nach Boston. Freunde, nach Boston. Halt. Ja, das können wir leider nicht mitnehmen, aber das wäre ja sinnlos. Wir haben es ja schon gelesen. So, wir suchen einen Türknauf, wo der auch immer sein soll. Ah, hier ist ein Ticket. Bordkarte, Name. Was? Keine Ahnung. Dummer Name. Von VOG nach BOES, das ist Boston, Flug SO201, Klasse A, Uhrzeit 15.30 Uhr, Gate D22, Gate schließt 15.20 Uhr, Sitzplatz 25C. Das behalten wir. Gut. So, wir suchen aber immer noch. Da scheint eine Glühbirne drin zu sein. Nein, mach keinen Scheiß. Was gibt's denn hier in diesem Zimmer noch zu? Huch. Oh, ein Schloss. Ein Schloss. Nein, ich weiß den Code nicht. Verdammt, wir müssen den Code finden. Diesen elenden, scheiß, ekligen Code. Ah. Aha. Oh, das ist der zweite Schnipsel, oder? 15. ESPA Kongress findet in Belgrad statt. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologischen und Psychologischen Arbeitsgemeinschaft ESPA findet nächsten Monat in der Belgrad, Serbien statt. In Belgrad, Serbien statt. Die französische Psychologin Irene Saxifonia, nein. Ich habe das jetzt bloß mal abgekürzt. Stellt ihr neues Buch vor. Mein Kind. Analyse vor. Ja. Schön.
Darf ich das so mitnehmen? Ah, eine Glühbirne. Und dieses Blatt Papier ist nicht wichtig. Nix. Gut. Wenn ihr wählt. Zimmer 279. Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdose auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Im Falle eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Gut. Gut zu wissen. So, hier haben wir alles durchgeguckt. Dokument. Ansehen. Ah, hier können wir es nochmal so schön nochmal durchsuchen. Das war jetzt nicht der Plan. Schnipsel. Kombinieren. Mit Dokument. Oder? Halt. Nein, ich will da nochmal gucken. Das nochmal. Ansehen. Werkzeugkiste. Ach, das ist in der Werkzeugkiste drin. Aha. Alles klar, Herr Kommissar. Also müssen wir jetzt erstmal diesen Code hier finden, wo der auch immer wieder sein muss. Wo gibt's denn hier einen Zahlencode? Halt! Was das auch immer war. Oh, ein Koffer. Name! Ja! Der dummste Name von allen. Abflug Volgograd. Zwischenlandung, ja. John F. K., das ist, ja, New York, John F. Kennedy. Ziel Boston. Schön, das behalten wir. Wo könnte denn noch was liegen? Was sind die hier? Pillen. Leer, morgen früh gibt sie mir ein paar neue Tabletten. Das hat Georgi gesagt. Mhm. So. Huch. Noch irgendwas drin hier, was uns helfen könnte? Ich brauche doch hier einen Zahlencode. Ah, ein Briefumschlag. Ja, den haben wir erstmal behalten. Was ist hier noch? Wir möchten Sie darauf informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten. Wenn Sie Ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie zum Hotel. Wenn Sie Ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie zum Hotel bringen. Mann! Dort können Sie sich ausruhen. Das Osakwuk Hotel befindet sich in einem Vorort von Belmont. Ja, wir sind tatsächlich ein Hotel. So kann ich mir das gerade so vorstellen. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei unserer Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sind. Unsere Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen. Das behalten wir. Oder auch nicht. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Gut, gut zu wissen. So, Mappe wieder zu. Aber ich habe jetzt immer noch Umschlag. Ansehen. Gibt es hier irgendwo ein Zahlencode? Nichts, was darauf hindeuten könnte.
Zahlencode. Ich muss den Zahlencode finden. Ah, wo und wie und was? Reiseinformation, Dokument, Stück Papier. Wir müssen das zweite Papier finden. Hier ist nämlich eine Zahl, 5 und 3. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann nur eine 8 sein. Aber wir müssen den zweiten Schnipsel finden. Hm, ja. Wie könnte denn der sein? Huch, was ist denn da unten? Ein Feuerzeug, schön! Ich habe das Benzin mit dieser letzten Zigarette aufgebraucht. Na schön, ne? Behalten wir. Lucky's Dreieck. Aber wir sind ja alle nicht Raucher, deswegen brauchen wir das auch nicht. Juhu. Herrgott, Zeiten, warum guckt mich hier ein Gesicht an im Spiegel? Der Verdammten. Ja, der Regen sieht ein bisschen noch aus wie PT. Silent Hill. So, was liegt hier noch? Ein Kuli. Schön. Nehmen wir auch noch mit. Ah. Verwenden. Schön. Wir haben Licht. Ah, schön. Hier liegt ein Schnipsel. Ah, das ist er. Herrlich. Wunderbar. Den werden wir gleich mal kombinieren. Mit den hier. 503. Ja, hat ja fast richtig. Ich war ja gar nicht so schlecht. Gib's doch zu, Freunde. So, wir dürfen jetzt in die Werkzeugkiste gehen und uns bedienen, was da auch immer drin sein wird. 503. Mann! So. Et voilà! Aha. Kann man die Schrauben auch noch mitnehmen, oder? Scheinbar nicht. Was sehe ich in meinen Augen? Schön, hier ist der Knauf. So, und damit... Können wir jetzt eigentlich, oder? Oder? Ja, hier drin haben wir ja alles mitgenommen, oder? Ja, denke mal schön. Verwenden. Der Türknopf ist immer noch lose. Ich brauche etwas, um ihn, was, an der Tür festzuschrauben. Nur mal das. Ei! Schön! Warum ist das so dunkel? Hä? Nein! Freunde! Halt die Fresse, ey! Was ist denn hier los? Silent Hill? Saw? Nein! Seht die Angst in meinen Augen! Das krabbelt's gleich! Ach, ich halte das nicht aus. Ich brauche meine Tabletten. Nein. Ach so, ich muss ja laufen, Mann. Ich muss mir jetzt meine Drogen holen. Schön. Muss ich ja noch zensieren, das Spiel. Kinder? Drogen sind keine Lösung. Sie sind böse und machen einen steifen Hals. So.
Ach du Scheiße, ey, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wir nehmen mal noch lieber. Mann, Alter, mach aus hier, das ist ja schrecklich. Seife. Nehmen wir mit. Seife ist immer gut. Ich brauche eine Schüssel oder was ähnliches. Eine Zange. Schön, die nehmen wir mit. Humi? Humi, bist du da? Nein! Klopapier. Was? Wie jetzt? Was ist das jetzt hier? Ah, ein Rätsel. Das ich unmöglich lesen kann, weil ich bin nicht der Rätselfreund. Oh, ein Rasiermesser. Schön. Überraschung auf den ESPA-Kongress. Psychologen und Psychologen. Irene Zuboski ist wieder erwartet, nicht zu der Präsentation ihres neuen Buches Mein Kind Analyse erschienen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dieses für alle eine große Überraschung. Die Stimme im Hintergrund macht mich alle. Der gesamte Kongress blieb und erwartet gespannt auf Neuigkeiten über seine isolierte französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Saxophonia Abwesenheit bekannt. Das Radio macht mich alle. Ich brauche einen Schlüssel. Nehmen wir nicht die Zange, könnte doch eigentlich auch gehen, oder? Kann ich nicht verwenden. Schön! Geht natürlich auch wieder nicht. Seife! Immer gut. Seife kann jeder brauchen. So, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was das hier sein soll. Ich schätze mal, ich drück das jetzt mal rein. Nur so. Das kann nicht verwendet werden. Schöne Scheiße. Und nun? Komm ich denn hier wieder raus? Natürlich nicht. Ich bin jetzt eingeschlossen in diesen saarartigen Gebäude. Was ist das? Denn hier irgendwas übersehen. Mann! Ich muss bestimmt mal was kombinieren. Ah, Vinyl. Was soll das sein eigentlich? Ach. Na,
Na, geh rein, du dummes Schwein. Mann! Ich hab doch gerade das Zeichen hier gesehen. Wo ist das Zeichen? Nicht so einfach.